Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Tino Chrupalla bei Maischberger die Woche Marco Buschmann alt aussehen lässt, nachdem dieser die AfD rechtsextrem framed und wie Maischberger ihren Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen nicht erfüllt, indem sie eine 50 Sekunden lange Frage stellt, Tino Chrupalla aber nur 5 Sekunden antworten lässt und sie immer wieder unterbricht und es ja nichts als Framing ist. Die Frage sowieso belanglos ist. Außerdem geht es darum, wie überhaupt die Sendung abgelaufen ist, wie einseitig es war, was Tino Chrupalla noch hätte anders machen können, um Maischberger zu entblößen und eine Stimmungswende herbeizuführen beim Zuschauer und wie Dieter Hallervorden sich als Faschist geoutet hat, aus meiner Sicht jedenfalls. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Zwei Männer, beinahe das gleiche Alter, 44, 46 Jahre alt, da hören aber die Gemeinsamkeiten vermutlich auf. Hier ist ein Anwalt, der aus Gelsenkirchen kommt. Hier ist ein Malermeister mit eigenem Betrieb aus Görlitz. Sie sitzen im Bundestag nebeneinander. Sind Sie sich da eigentlich einig? Es gibt viele Juristen, viel zu viele Juristen und viel zu wenig Handwerker im Bundestag. Das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, die man finden kann, denn die AfD ist ja eine Partei der neuen Rechten. Das ist eine Traditionslinie, die ja mal irgendwann entstanden ist, um den Liberalismus zu bekämpfen. Das ist die Traditionslinie meiner Partei und deshalb kann es da keine Gemeinsamkeiten geben. Hätte Sie eigentlich auch zur FDP ziehen können, Herr Chrupalla? Sie waren ja mal bei der Jungen Union. Ich war bei der Jungen Union. Ich habe sogar früher mal FDP gewählt, als die FDP sich noch um Mittelstand und Handwerk bemüht hat. Das ist ja mittlerweile auch vorbei. Mittlerweile überholen Sie ja auf der linken Seite die Grünen sogar noch, was Themen angeht. Also Mittelstand und Handwerk vertritt diese Partei nicht mehr. Deswegen gibt es ja auch uns. Glauben Sie eigentlich, dass das jemand glaubt, was Sie gerade sagen, dass wir linker sein als die Grünen? Wenn ich Ihr Wahlprogramm sehe und Ihre Zuwanderungspläne sehe, dann sind Sie noch weiter als die Grünen mit 500.000 weiterer Zuwanderung pro Jahr. Das sind ja nun wirklich Dinge, wo ich sagen muss, das haben ja noch nie mal die Grünen auf der Tasche. Das stimmt, weil wir nämlich dem Mittelstand und der... Wir wollen natürlich nicht diesen modernen Kolonialismus anfangen, dass wir uns jetzt in Länder begeben und dort gezielt nach Fachkräften umschauen. Damit tun wir diesen Ländern ja auch Unrecht. Damit gibt es auch eine Sogwirkung, was zum Beispiel Migration angeht in unser Land. Wenn wir denen noch die Pflegekräfte, die Fachkräfte, die Handwerker wegnehmen, das kann ja nicht Ziel auch einer Wirtschaftspolitik in den Ländern von uns sein, von Deutschland. Darf ich Sie aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen? Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare? Absolut. Ja. Deutschland raus aus dem Euro, zurück zur D-Mark? Ja. Wahnsinn, nein. Die Maskenpflicht sofort abschaffen? Also im Freien braucht man sie nicht mehr, aber ich bin der Meinung, dass das ein Instrument ist. Wir wissen nicht, welche Virusvarianten auch auf uns zukommen. Also das aus dem Gesetz zu streichen, wäre falsch. Da muss ich es angucken, gegebenenfalls. Also gerade was Altenheime, Krankenhäuser angeht, da ist es sinnvoll. In anderen Bereichen Abschaffung. Dänemark hat am Wochenende alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Ein Vorbild für Sie? Dänemark. Ja, absolut, natürlich. Für Sie auch? Dänemark hat 80% Impfquote, das ist ein Vorbild und dann können wir auch aussteigen. 80% Impfquote, auch für Sie ein Vorbild, Herr Chrupalla? Nein. Das ist interessant, weil tatsächlich, Herr Chrupalla, die AfD macht wirklich Stimmung gegen Impfen. Es gab jetzt am Montag einen Auftritt von Björn Höcke, der in Dresden gesprochen hat, der gesagt hat, die Corona-Impfung ist eine Gentherapie, Ungeimpfte sind Freiheitshelden. Wörtlich sagt er, jeder, der diesem Druck der Impfung widersteht, ist nicht nur ein aufrechter Demokrat, er ist in meinen Augen ein Freiheitskämpfer, ja auch ein Freiheitsheld. Ich danke jedem, der sich nicht genmanipulieren lässt, herzlich für seinen Einsatz, für seine Kraft zu widerstehen. Stimmen Sie diesem Satz zu? Stimme ich so nicht zu, aber allerdings ist meine Position... Welchen Teil stimmen Sie nicht zu, der Genmanipulation oder dem Freiheitsheld? Dass ich jemand gratuliere, ob er sich nun impfen lässt oder nicht. Nein, es ist ja eine Aufforderung, sich nicht impfen zu lassen. Ja, das würde ich so nicht tun, weil das eine Freiheitsentscheidung ist eines jeden einzelnen Menschen. Das ist auch meine und auch unserer Partei. Ist denn die Corona-Impfen eine Genmanipulation? Frau Maischberger, es sind mRNA-Impfstoffe. Inwieweit die auf den Organismus einwirken, das müssen Ärzte entscheiden, Virologen und Epidemiologen. Die sagen das sollten nicht Politiker machen. Und wir stehen ganz klar für die Freiwilligkeit der Impfung, ganz klar. Das muss jedem sein individuelles Recht sein, was auch das Grundgesetz sagt, Artikel 2, Absatz 2.
Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir möchten aber auch nicht diesen Impfdruck und diese Impfpflicht durch die Hintertür, die wir aktuell erleben. Aber mit 2G, 3G, ich hoffe, wir reden dann darüber noch. Und vor allen Dingen auch den Druck auf die Familien, auf unsere Kinder. Da bin ich wirklich sehr sensibel. Ich habe selbst 3 Kinder. Finger weg von unseren Kindern, das möchte ich nicht. Gut, aber das trotzdem nochmal. Also wir wissen, dass auf den Intensivstationen 80% der Patienten, die da jetzt gerade landen, sind Ungeimpfte. Das sind in Israel anders. Das sind die über 60-Jährigen. Da sind die Geimpften auf der Intensivstation. Ja, ich sag's von Deutschland. Ich rede es von Deutschland. Ja. 80% der Deutschen über 60-Jährigen auf Intensivstationen sind eben Ungeimpfte. Bei den über 60-Jährigen sind es 90%. Wenn man dann sagt, jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein Freiheitsheld, ist das verantwortlich gegenüber auch der Gesundheit der eigenen Leute? Nochmal, das ist nicht meine Position. Das habe ich ja gerade erst gesagt. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Wenn jemand meint, dass er durch diese Impfung einen Schutz erwirken will oder braucht, dann sollte er das tun. Das ist sicherlich für vulnerable Gruppen auch sinnvoll. Für ältere Altersgruppen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Allerdings für junge Generationen, für Kinder, halte ich das wirklich für gefährlich. Aber da schaden natürlich solche wirren Äußerungen wie von Herrn Höcke und ja nicht nur in dem Thema. Der Mann hat ja wirrste Vorstellungen und das vergiftet natürlich das Klima. Ich möchte, dass sich die Menschen frei entscheiden können. Ich möchte, dass sie Aufklärung bekommen. Jeder, der Sorgen hat vor diesem Impfstoff, der ist wirklich gut erforscht. Wir haben mittlerweile sehr viele Daten. Es sind ja hunderte von Millionen Menschen mittlerweile. Immer noch eine Notzulassung. Lassen Sie mich bitte ausreden. Wir haben ja Daten wie kaum zu anderen Impfstoffen. Und wer Sorgen hat, der soll doch mit seinem Hausarzt sprechen oder soll sich an einen Spezialisten wenden. Und ich hoffe, dass dann viele Sorgen genommen werden können. Und ich möchte, dass wir so schnell wie möglich aus der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite aussteigen. Ich möchte, dass wir die Intensivstation entlasten. Und eine hohe Impfquote ist ein Weg dazu. Und am besten wäre es, wenn wir viele niedrigschwellige Angebote machen, mobil tun. Herr Kropala, ich muss mit Ihnen noch über die Haltung der AfD in Corona reden, auch einfach über Ihre persönliche, weil Sie am Anfang dieser ganzen Pandemie im März 2020 noch sehr für rigide Maßnahmen waren. Sie waren auch dafür, die Schulen zu schließen. Sie persönlich, das können wir mit einem Tweet uns einmal angucken, haben gesagt, zu den Masken, ob die sinnvolle Maskenpflicht jetzt kommt oder nicht, tragt Maske. Auch ich habe eine selbstgenähte Maske von der AfD Sachsen erhalten. Wir sehen es gerade nicht auf dem Monitor, liebe Kollegen. Vielleicht gibt es uns noch mal ins Studio. Da, voilà. Und dann 2 Monate später sagen Sie, wir setzen vielen Dingen auf Freiwilligkeit. Wer das möchte, kann eine Maske aufsetzen. Ich mache es nicht. Nein, auf keinen Fall. Hauptsache dagegen, wie soll das eine glaubwürdige Politik sein? Ein Schwenk um 180 Grad. Ich bitte Sie, Frau Maischberger, in dieser Zeit haben wir alle dazu gelernt, in vielen Punkten. Dass eine Maske sinnvoll ist und also, danach nicht. Also Entschuldigung, Herr Spahn hat selbst umgekehrt gewesen. Herr Spahn hat zu dieser Zeit im März selbst noch von einer etwas größeren Grippewelle gesprochen. Genau, Sie Frau Merkel hat gesagt, die Maske ist eine Virenschleuder. Genau. Also auch die haben sich ja positionell geändert. Ja, aber Sie waren dagegen, ja, natürlich. Als dann die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass die Masken schützen, waren Sie als wir gemerkt haben, dass die Masken zum Beispiel im Außenbereich sinnlos sind. Und das sagen ja nur auch viele Ärzte und Virologen. Aber das ist ja nicht Außenbereich. Ja, wir haben doch gesehen, auch in dem ganzen Ablauf dieser sogenannten Pandemie, dass wir bei vielen Dingen auch unsere Anpassung geben mussten, auch was unsere Themen anging und auch was unsere Position anging. Und da haben wir uns natürlich sehr wohl in diesen Dingen anders geäußert. Das will ich ganz klar sagen. Wir haben auch dazugelernt. Ja. Aber insgesamt sehen wir ja aktuell, dass die Verhältnismäßigkeit Verhältnismäßigkeit, Frau Maischberger, also der Sinn und der Zweck mittlerweile weit auseinandergehen und das kritisieren wir und das kritisieren wir zu Recht. Wir sehen andere europäische Länder, wie zum Beispiel jetzt Dänemark, die ganz andere Wege gehen und auch Schweden, die ganz andere Wege gegangen sind. Deswegen halten wir auch nichts weiter davon, dass die pandemische Lage weiter aufrechterhalten wird, dass Grund- und Freiheitsrechte weiter eingeschränkt wird und dass dieser Druck gerade auf Familien mit Kindern, das will ich noch mal betonen, weiter aufrechterhalten. Also Sie sind nicht der Meinung, dass Sie mal da und da waren, Hauptsache gegen das waren doch alle, Frau Maischberger, mal da. Das kann ich Ihnen von allen möglichen Politikern Beispiele nennen, die genau das haben. Und unsere Position ist mittlerweile klar. Herr Buschmann, bei der FDP war das genauso gewesen. Die haben auch rumgeeiert, natürlich auch in anderen Bundesländern, wie in Rheinland-Pfalz. Herr Rupala, jetzt ist mal gut. Es ist nicht so, nur weil Sie das sagen. Jetzt lassen Sie mich auch mal dazu sprechen. Herr Kropala, das Stichwort Querdenker ist gefallen. Da würde ich gerne auch noch mal Ihre Haltung dazu haben. Die Querdenker sind eine Gruppierung, auf die Sie zugehen wollen oder von denen Sie glauben, dass man sie eher nicht zu stark beachten sollte?
Wissen Sie, wir sollten als Politiker und als Demokraten jede Straßenbewegung und jede Form von Demonstration auf der Straße beobachten. Natürlich auch uns anschauen, was treibt eigentlich die Menschen auf die Straße? Mhm. Was sind die Gründe dafür? Mhm. Das trifft für Pegida genauso zu wie für die Querdenker, genauso wie für Fridays for Futures. Also auch das schaue ich mir genauso an und möchte wissen, warum gehen junge Menschen, warum gehen Ärzte, warum gehen ältere Menschen? Wir haben auch eine riesengroße Ärzte-Demo gehabt in Berlin. Also auch das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir sollten also die Sorgen und Nöte genau dieser Bevölkerungsgruppe aufnehmen und natürlich auch diese Themen ins Parlament tragen. Das ist auch die Aufgabe von Politikern und ich sehe mich als Volksvertreter. Ich bin gewählt vom Volk und das mache ich auch. Sie haben die Querdenker ins Parlament getragen, also ganz persönlich. Ich habe keine Querdenker ins Parlament. Nein, Sie nicht, aber die AfD hat ja natürlich aus dieser Gruppierung heraus Menschen ins Parlament gebracht. Die haben dort dann Abgeordnete genötigt, so kann man das sagen. Das ist richtig gewesen, das haben wir auch kritisiert und das haben wir natürlich auch gerügt. Gut, das waren aber die sind nicht eingeschleust worden, die wurden ordentlich angemeldet, auch das muss man mal sagen, wenngleich das Benehmen natürlich kritikwürdig ist, ganz klar. Wie war der Ablauf der Sendung? Zunächst diskutierten 20 Minuten lang der Ex-Tagesschau-Moderator Ulrich Wickert, die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann und Ex-Focus-Chefredakteur Wolfram Weimer 20 Minuten lang allein über das Triell, das übrigens 11 Millionen Leute angeguckt haben. Über den Vierkampf, der am Tag darauf, am Montag kam, den 3,66 Millionen nur geguckt haben, also gerade mal ein Drittel, was natürlich an der Sendezeit liegt, aber wahrscheinlich auch daran, dass viele Leute es gar nicht mitbekommen haben, dass es überhaupt stattfindet, darüber wurde kein Wort verloren. Und das ist natürlich verzerrend, denn es ist in Anführungszeichen nur eine konservative und zwei linke Parteien im Triell vertreten, wohingegen es im Vierkampf umgekehrt ist, eher die konservativen Parteien stärker vertreten sind. Es war ohnehin fragwürdig, ein Triell stattfinden zu lassen angesichts der Tatsache, dass die Grünen die kleinste Fraktion im Bundestag stellen, mit glaube ich 9,6%. Bei Maischberger hätte man das etwas ausgleichen können, aber im Gegenteil wurde der Vierkampf überhaupt nicht besprochen. Über die AfD wurde bisher noch kein Wort geredet. Und das ist natürlich auch eine Form der Verachtung. Weil über das, was man nicht redet, das ist nicht wichtig. Und das, über das man redet, das macht man automatisch groß. Gerade vor einem Millionenpublikum. In der Triell-Diskussion fand nach 20 Minuten also eine vollkommen überraschende Überleitung zum Interview statt. Und Marco Buschmann verbreitete von Anfang an Fehlinformationen. Er behauptete, die AfD würde aus den neuen Rechten hervorgehen, was auch immer das ist, und sie wolle den Liberalismus bekämpfen. Und deswegen könne es keine Gemeinsamkeit geben. AfD ist ja eine Partei der neuen Rechten. Das ist eine Traditionslinie, die ja mal irgendwann entstanden ist, um den Liberalismus zu bekämpfen. Das ist die Traditionslinie meiner Partei und deshalb kann es da keine Gemeinsamkeiten geben. Die AfD hat sich aus Widerstand gegenüber der Europolitik gegründet. Und es waren natürlich viele CDU- und FDP-Leute, die mit dieser Politik nicht einverstanden waren. Und diese Art der Politik mit der Griechenlandrettung, sie war genau nicht liberal. Das heißt, man kann sagen, es war eigentlich genau liberal, ein liberaler Anlass, die AfD zu gründen. Die AfD hat von sich auch nie behauptet, den Liberalismus bekämpfen zu wollen. Tino Chrupalla geht darauf nicht ein, was aus meiner Sicht er hätte tun sollen, aber er macht etwas anderes. Er zerpflückt das FDP-Programm und stellt fest, dass die FDP ja linker ist als die Grünen. Und erst möchte der FDP-Mann das höhnisch abtun, um später aber zugeben zu müssen, dass Chrupalla an dem Punkt recht hat. Früher mal FDP gewählt, als die FDP sich noch um Mittelstand und Handwerk bemüht hat. Das ist ja mittlerweile auch vorbei. Mittlerweile überholen sie ja auf der linken Seite die Grünen sogar noch, was Themen angeht. Also Mittelstand und Handwerk vertritt diese Partei nicht mehr. Deswegen gibt es ja auch uns. Glauben Sie eigentlich, dass das jemand glaubt, was Sie gerade sagen, dass wir linker sein als die Grünen? Ja, wenn ich Ihr Wahlprogramm sehe und Ihre Zuwanderungspläne sehe, dann sind Sie noch weiter als die Grünen mit 500.000 weiterer Zuwanderung pro Jahr. Das sind ja nun wirklich Dinge, wo ich sagen muss, das haben ja noch nie mal die Grünen auf der Tasche. Das stimmt, weil wir sehen nämlich Sie? In der Folge geht es dann um die Zuwanderungspolitik, wo Chrupalla stark punkten kann. Aus meiner Sicht besonders mit dem Statement, dass es ja nicht redlich ist, die anderen Länder ausbluten zu lassen. Dass man sich die Fachkräfte holt und die Fachkräfte ja in diesen Ländern fehlen. Dass das keine nachhaltige und auch keine moralische Politik ist. Es schien im Moment alles für Chrupalla zu laufen. Aber Maischberger hatte anscheinend etwas geplant. Zunächst kommen die Schnellfragen. Und hier ist schon auffällig, dass Tino Chrupalla nur Ja oder Nein sagen kann zur Europolitik und zum Pariser Abkommen, aber die AfD-Position nicht erklären kann.
Es geht im Folgenden nicht mehr um den Euro oder um das Klima. Putino Kupala hätte wichtige Aufklärungsarbeit leisten können. Und es ist natürlich so, dass unter dem beständigen Framing bei den Öffentlich-Rechtlichen die Position natürlich albern aussieht. Das ist ganz klar. Buschmann hat es auch gleich geframed beim Euro-Ausstieg. Wahnsinn. Und beim Pariser Abkommen denken sich die Leute natürlich auch, das ist natürlich vollkommen populistisch, unverantwortlich, die Klimapolitik ändern zu wollen, nachdem in den Öffentlich-Rechtlichen nie eine kritische Berichterstattung stattfindet, in der Hinsicht. Das Klimakatastrophen-Narrativ nie kritisch beleuchtet wird, sondern absichtlich alle Hinweise verschwiegen werden, dass keine Klimakatastrophe kommt und dass die Grundlage, auf der der IPCC entscheidet, höchst fragwürdig ist. Stattdessen leitet Maischberger direkt über zu Corona. Die AfD macht wirklich Stimmung gegen Impfen. Es gab jetzt am Montag einen Auftritt von Björn Höcke. Kupala antwortet hier aus meiner Sicht klug und sagt, inwieweit die Impfung schädlich oder nicht ist, das sollen nicht Politiker entscheiden. Er plädiere für eine Freiwilligkeit der Impfung, das sollte jeder selber entscheiden. Er stimme Höcke so in der Aussage nicht zu, es sollte jeder für sich selbst entscheiden. Trotzdem nochmal, also wir wissen, dass auf den Intensivstationen 80% der Patienten, die da jetzt gerade landen, sind Ungeimpfte. Das sind die Israel anders. Das sind die Maischberger versucht hier weiter Zeit zu verbringen, obwohl eigentlich Kupala alles gesagt hat, es nichts Substanzielles zu sagen gibt mehr. Es wird hier ganz deutlich, dass die Absicht allein ist, hier weiter Zeit zu verbringen. Genauso gut hätte Maischberger die Zeit verbringen können, dass Kupala Gelegenheit hat, die Position der AfD zum Klima und zur EU zu erklären und zum Euro. Es zeigt sich hier, dass die Absicht von Maischberger allein Stimmungsmacher ist. Nachdem Tino Kupala sich noch etwas über Corona äußern kann, zieht Maischberger die Daumenschrauben an. Sie stellt Tino Kupala eine 50 Sekunden lange Frage, in der in der Hauptsache das Narrativ verbreitet wird, die AfD rede bei Corona den Leuten nach dem Mund und versuche billig Stimmung zu machen. Als Beleg dafür werden unterschiedliche Aussagen Ende März und Ende Mai genommen. Es ist aber natürlich auffällig, dass die gleiche Frage der FDP und anderen Parteien nicht gestellt wird. Es ist Maischberger kaum abzukaufen, dass sie nicht genau weiß, dass diese Frage reines Framing ist und nicht dazu dient, dass die AfD den Leuten erklären kann, was sie in Zukunft machen will. Es ist auffällig, dass nach dieser langen Frage Tino Kupala gerade mal wenige Sekunden antworten kann und Maischberger sofort wieder unterbricht und dass die ganze Zeit so weitergeht. Tino Kupala kann keine sinnvolle Antwort geben, sondern es muss Maischberger immer reingrätschen bei einer eigentlich ohnehin belanglosen Frage, die nur dem negativen Framing dient. Hier wäre eine gute Gelegenheit für Tino Kupala gewesen, die Rolle der Medien zu beleuchten und überhaupt zu beleuchten, was das eigentliche Problem ist. Das Problem ist ja nicht, dass die Regierung strenge Maßnahmen beschlossen hat, sondern das Problem ist der gestörte Meinungsbildungsprozess, dass die Leute, die andere Positionen hatten, die keinen Lockdown wollten, die keine Maskenpflicht wollten, dass diese Leute systematisch ausgegrenzt und verächtlich gemacht wurden. Dass sie vor allen Dingen keinen Raum hatten bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sie wurden nicht gehört. Sie wurden einfach nicht gehört. Und das hätte aus meiner Sicht Tino Kupala dringend in den Mittelpunkt stellen müssen. Es ist aber natürlich einfacher gesagt als getan. Aber grundsätzlich ist das Problem nicht das Handeln der Regierungsparteien, sondern das Hauptproblem ist der gestörte Meinungsbildungsprozess. Und dafür sind die Öffentlich-Rechtlichen in der Hauptsache verantwortlich. Sie treiben die Parteien durch die Verbreitung von Narrativen. Indem das Klimakatastrophen-Narrativ gespielt wird und kritische Stimmen nicht gehört werden, wird massiv Einfluss genommen auf das Wählerverhalten. Bei Corona wurde die Bevölkerung in der Hauptsache nicht informiert, sondern es wurde diffuse Panik verbreitet. Es wurde keine Klarheit geschaffen, es wurden selten Vergleiche angestellt, die nüchtern betrachtet wurden, sondern es kam immer Stimmungsmache. Letzte Frage an Sie beide, Ihr deutsches Lieblingsgedicht? Im Interview kam dann, was kommen musste, es ging um das Gedicht, das Tino Kupala nicht aufsagen konnte. Und hier hat Tino Kupala aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Er hätte sofort eingestehen sollen, dass er kein Gedicht auswendig kann und dann sagen sollen, ja sehen Sie, ich kann auch noch was lernen. Damit hätte er das schnell beenden können. Stattdessen wurde es quälend. Es war abzusehen, dass Maischberger nicht locker ließ. Und Buschmann konnte dadurch punkten, dass er ein Gedicht aufsagt. Indem Tino Kupala einfach ehrlich ist und nicht probiert, wie ein typischer Politiker um den heißen Brei herumzureden, hätte er das verhindern können. Ihm muss daran gelegen sein, möglichst wenig Zeit damit zu verbringen. Es ist natürlich so, dass wenn man kein Gedicht auswendig kann, dann ist es nicht sinnvoll zu sagen, die Schüler sollen mehr Gedichte lernen.
Er hätte das dann ja gerade rücken können und sagen können, es geht um die deutsche Kultur allgemein. Da hätte er sich mit den Gedichten vielleicht jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das kann ja alles gerade rücken. Man kann das mit dieser Ansteckung einfach nicht ignorieren, aus zwei Gründen. Das eine ist, die Gefahr besteht dann ja jederzeit, dass die Intensivstationen wieder volllaufen. Nach dem Interview darf dann Ulrike Herrmann von der TAZ weiter schön Panik verbreiten, indem sie behauptet, die Intensivstationen würden volllaufen wegen der Nicht-Geimpften. Die Erfahrungen in anderen Ländern legen das aber nicht nahe. Und vor allen Dingen ist es so, dass ja abseits der Risiken keine so große Gefahr besteht. Das weiß Herrmann auch ganz genau und das wissen alle ganz genau und sie verbreiten weiter Panik. Immerhin macht Weimar als einziger deutlich, dass es natürlich so nie ein Ende der Maßnahmen gibt. Über die AfD wird weiter in hetzerischem Tonfall geredet, ohne dass sich jetzt Kupala noch wehren kann. Sendung Spotlight, da gibt es eine AfD, Sie sind da irgendwie der stellvertretende Vorsitzende. Die AfD heißt bei Ihnen Aktionsgemeinschaft Freunde der Diktatur. Und wie Sie als FDP, AfD-Politiker damals über die Demokratie gesprochen haben, gucken wir uns auch an. Sie wollen also, wenn ich Sie da recht verstehe, unsere Demokratie abschaffen? Abschaffen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ausrotten! Wie gedenken Sie denn nun, die Demokratie im Einzelnen abzuschaffen? Nicht im Einzelnen, im Ganzen. Ja, schön, aber wie, wie? Gewaltsam, nur mit Gewalt, anders geht es nicht. Gewalt gegen Gruppen, Gewalt gegen Einzelpersonen, das wird man von Fall zu Fall entscheiden müssen. Ja, da werden Ihnen wahrscheinlich nicht alle unserer Zuschauer so ohne weiteres zustimmen wollen, aber... Müssen ja nicht. Es ist, ehrlich gesagt, von heute aus gesehen fast ein bisschen brutal hellseherisch. Ja, das haben mir viele schon bestätigt. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man im Nachhinein sagt, ich habe Dinge vorausgesehen und habe es damals schon ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das hielt man damals noch nicht für möglich, aber wir sind heute schon nah dran. Was, 2005 haben Sie über Angela Merkel geredet und da hat man das Gefühl, da waren Sie noch nie so richtig begeistert. Wenn Angela Merkel Bundeskanzlerin wird, dann wäre das für Deutschland so peinlich, dass ich im Ausland nur noch mit Tarnkappe herumlaufen würde. Sind Sie bei dieser Meinung geblieben bis zum heutigen Tag oder mögen Sie die Frau Merkel heute etwas lieber? Ich könnte mit Adenauer jetzt antworten, diese Quatsche von damals. Nein, ich habe die Meinung geändert. Wer 16 Jahre Deutschland vertritt und den Ruf von Deutschland in der Welt so gemehrt hat, dem gebührt Anerkennung. Milliarden von Menschen in der ganzen Welt wären dankbar für die Spritzen, die privilegierte Bundesbürger verschmähen, entweder aus Faulheit oder aus Bequemlichkeit oder als falsch verstandener Skepsis dem Staat gegenüber. Das ist eine Katastrophe. 2G, also Geimpfte und Genesene, oder 3G? Wie entscheiden Sie sich? Ich finde 2G das schon seit längerem, dass es wahrscheinlich die richtige Lösung wäre. Ich bin dafür natürlich auf keinen Fall eine Impfpflicht, aber die sich nicht impfen lassen, müssen eben damit leben, dass sie wahrscheinlich ein bisschen vereinsamen und dass es auch teuer wird, weil sie die Testpflicht jetzt dann irgendwann selbst bezahlen müssen. Das Interview ist so angelegt, dass in besonders starker Weise gegen die AfD gehetzt wird. Maischberger hat auch einen Einspieler vorbereitet. Und aus meiner Sicht ist die Dieter Hallervorden wirklich eine riesige Enttäuschung. Also ich möchte nie wieder irgendwas von ihm sehen. Er lobt die FDP und hetzt gegen die AfD und gegen Querdenken aufs Schlimmste. Er ist meiner Meinung nach ein Faschist. Wie kann man sich nur so äußern? Und es ist eine Heuchelei. Also man fragt sich, ob dieser Mann weiß, was er da von sich gibt. Er redet groß davon, wie er in der DDR entkommen ist. Und es gibt ja Leute, die die Dinge anders sehen als er. Er gibt ihnen kein Recht darauf zu demonstrieren. Er ist natürlich für eine Impfpflicht und diejenigen, die anderer Meinung sind, ja, er toleriert es nicht. Und die AfD stellt er einfach als Nazi-Partei hin. Man kann davon ausgehen, dass Kupala im Studio geblieben wäre, wenn er gewusst hätte, was für ein Einspieler kommt und inwieweit noch über die AfD geredet wird. Maischberger tut so, jetzt ist Kupala hier leider nicht mehr da, was für ein Zufall. Aber sehr wahrscheinlich haben sie ihm natürlich nicht gesagt, dass noch über die AfD geredet wird. Sondern sie haben gesagt, ja klar, sie können gehen nach dem Interview, dann kommt noch die Dahler vorne und das ist gar kein Problem. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was euch noch alles aufgefallen ist und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.